De Aposteljeschicht nummer 4. Hier et vare Johan Dyck. Vergonne werk red ik even het eerste poort van kapitel 2. Door sag wie wat de haar om Pfingstdag deed, en wat van de gewaltje predigt de Apostel Petrus door in Jeruzalem bracht. Verdeel wo wie dan seinen, wat van de stortje werchung deze predigt op zijn touwheer houd, en dort wieren dezelfde Juden, wat verantwoordelijk wieren dat Jezus gekritzigt wordt. Wie worden ook seinen, wat van de gemeente eerste in Jeruzalem wier, en wat wie van die leren kennen. Vergonnen werd, hield wie ons Petrus seine predigt aan, wat hij am Pfingstdag door in Jeruzalem bracht. Hij betoonde ganz besonders de Auferstehung van Jezus Christus. En als hij dort alles gezegd had, en daarop hingewiesen had, dat de Juden zelfs dafür verantwortlich wären, dass sie Gott seinen Geschickten angebracht hatten, dann jenk an dort an het Hort. So sagt uns dort Vers 37, und da fangen wir von der an. Diese Juden wären deib im Hort getroffen. Sie raubten Mana in Breida. Wort soll wie daunen? Dobi es aber wat sei erscheinet. Wenn Menschen endlich einmal raupen und sagen, wat soll wie daunen, weet je wat? Dan is de hoop niet. Zolang de mens leeft, hij kan God zelfs voorig worden. Hij brukt God niet. Oder hij wordt zich al irgendwo durchvingen. Dan is er geen hoop niet. Aber wanneer een mens eerst werkelijk doorhandjampt, oder er zegt, er kan niet wieder, dat moet met mij anders worden. Wat zal ik doen? Voor zo'n mens is hoop niet. Wat zegt u van jou? Feilst du ook dat God aan dine horten der geklopt haft, hij raubt, en du hast nog immer nicht gesagt, wat zal ik doen? Vielleicht kost du van der so weit komen, dat du sagst, Johar, ik wil halb haben. Wat zegt Petrus? Ganz klar en deutlich zegt hij, bekeert u, en dan loot u alle in Jezus Christus zijn nomen diepen, dat u de zinden verjeft worden. Dan wordt God je den Heiligen Geest schenken. En wat passiert? De Bibel zegt ons dat aan dem dag bekeerden zich 3000 zeilen. Zo'n de stad, ik heb het meest niet begrepen, wo is zo'n de stad mehrlich? Aber de Bibel zegt ons dat. En zo funkt de Pfingstdag met 120 Christen aan, dat wie ongeveer de ganze Zoll van die wat aan Jezus geleiden, aber das Ende davon wäre, dass all 3000 sich dort bekehrten, und nun wären das 3120, was zu Christus seine Gemeinde gehörten. Das ist was ganz Wunderbares. Und darüber haben wir uns freuen. Aber ich will noch was sagen. Der Heilige Geist kam über die ersten Jünger dort, dass sie würden die innerliche geistliche Kraft haben, von Jesus zu reden. Petrus und die anderen deiden dort. Viele Menschen bekehrten sich. Und so konnte Heilige Geist an dem Tag sehr viel daunen, weil es Menschen gab, die sich von ihm erfallen leiten. Nun frage ich uns, lot wie uns vom Heiligen Geist erfallen? Das meint, lot wie uns vom Heiligen Geist regieren? Weet je wat der Heilige Geist will? Die will han wie sollen von Jesus reden. Hij will durch uns andere Menschen diese Frauen Norecht bringen. Lot wie den Heiligen Geist in uns regieren, dat we dat daunen. Oder will we door even bloß immer stel zennen. Oder ze denken, door soll einer nicht von reden, ik kon dat sowieso nicht. Wann wie sie nicht Kinder sein, dann will we uns diese Werk von am Leiden loten. Der zweite Kapitel von Apostelgeschicht sagt uns ziemlich viel über diese neue Gemeinde. Und da wäre ich nun eine Frage, ob du allemal nur gedacht hast, wo dort kam, dort die erste Gemeinde, die nietestamentliche Gemeinde, in so eine kurze Zeit, so sehr wachsen deid. Ein Grund habe all je seinen. Dort ist, wann der Heilige Geist in Menschen hört, ganz und gar en seine Macht haft, dann kon Wunderbares passieren. Petrus wie ein Beispiel. Ein ganz anderer Mensch,
weil der Heilige Geist am nu regieren deid, und dadurch kommen viele Menschen zum Glauben. Denk je mal nan wat passieren wird, wenn der Heilige Geist dein Leben in mein Leben so vollständig ernahm. Denk je mal nan wat passieren kon an unsere Nachbarschaft, an uns Dorp, an unsere Stadt, wo immer du wohnst. Wenn wir uns so vom Heiligen Geist führen in Brocken leiten, aus Petrus dort deid, dann wird wie Wunder sein an unser Tiet. In die Gemeinde Jesu Christi wird noch viel doller wachsen, als die nu deid. Aber wat wir dort dann in die erste Gemeinde, dort es scheinbar so antragend wir für andere Menschen. In dort lesen wir nu uit Kapitel 2 von Vers 42 an. Dort sagt du, und sie bleiben beständig an der Apostel ihre Lehre, in Gemeinschaft, beim Brotbrechen, in am Gebet. Hier sei wie feier Dinge, wat die erste Gemeinde sehr betonen deit. Das erste wir, der Apostel ihre Lehre. Wat meint hat? Der Apostel wären je die Zwölf. Die Zwölf wären je alle mit Jesus taub gewast, in die wüssten, wat Jesus gesagt hat. Zu dieser Zeit hatten sie noch nicht das Neue Testament. Dort gab noch kein Evangelium Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, und so weiter. Der einzige Schrift, wat sie hatten, wie das Oude Testament. Aber das Oude Testament wie nicht vollständig, wie es dort noch nicht über Jesus zu sagen hat. Und da wären wir die Apostel ihrer Lehre so wichtig. Petrus und Johannes, all die lehrten dort Volk, wat Jesus gesagt und gedonen hat. Und dadurch lehrt die erste Gemeinde den Herrn Jesus kennen, durch dem, wat die Apostel ansehen. Der zweite wir, eine Gemeinschaft. Wort bedient Gemeinschaft. Wie es dort sagt, sie haben viel Gemeinschaft. So es auch dort sei, es Gemeinschaft nicht bloß, wann wir taub kommen und spazieren. Dort kann Gemeinschaft sein, dort brückt aber nicht. Wahre Gemeinschaft es, wann wir taub können über geistliche Dinge reden, uns einander abbühen am Glauben, so dort wir ernerlich storcher feilen, dort wie taub beten kennen, dort wie taub singen kennen, dort nur dem, wann wir taub gewas sennen, wie sperren, dort wie ernerlich storcher am Glauben geworden sein. Dort ist Gemeinschaft. Und ich würde mir wünschen, dort wie viel Ferkner betere Gemeinschaft haben können. Wo erst dort, wann wir als Familien taub kommen? Wo erst dort, wie unsere Familien faster? Worüber wird geredet? Wird über andere Menschen geredet? Wird geplüdert? Red wie über die Wirtschaft? Wat wir sehen wollen? Wo viel Milch unsere Kühe geben? Wo viel Land wir nu haben? Und so wieder? Dort sind nicht schlechte Dinge, aber dort ist noch nicht Gemeinschaft. Weil wir mal daran denken, wie im Familienfast, dort wo ich Zeit nehmen, dort wird Gottes Wort zu lesen, darüber einander zu reden, und dann noch taub zu beten für die Dinge, wat uns auf dem Hort liegen. Ich habe so früh sein, dass wir uns Familienfast, wir können mal über so eine Dinge reden. Dort kann sein, dass es bei jünen Familienfast noch nicht geht, wie es den meisten noch anbekehrt sind. Dann ist dort Zeit, dass wir auch mit an und live über diese Dinge reden und dafür beten, dass die erste Mal zum Glauben kommen. Und diese erste Gemeinde wirkt der Rede davon, dass sie trüe wären beim Brotbrechen. Das meint nicht, dass sie Ferken taub kommen zum Eten. Dort ha sie auch gedun. Aber die Rede ist davon, dass sie Ferken das Ofenmahl nahmen. Die erste Gemeinde wird trüe an diesem. Viertens sagt es hier, sie wären auch trüe am Gebet. Sie kommen fehltaub zum Beten. Ich glaube, dort es an viele von unseren mennonitischen Gemeinden eingeschlopen. Frühjahr, noch in Holland, in die Zeit von Menno Siemens, dann kommen die Mennoniten sehr viel taub zum Gebet. Und weißt du warum? Das wären so eine schwere Tiden. Sie werden verfolgt, sie werden versprengt in verschiedene Länder. Sie wären sich niemals sicher. Sie wüssten nicht, ob sie Maria noch lebten oder nicht. Kinder hatten Angst, dass ihre Eltern würden totgemerkt worden.
Die Eltern hatten Angst, ihre Kinder würden an wahrgenommen worden, in wie gottlose Familien verteilt worden. Dort wären schwere Tiden. Wat daunen Menschen in schwere Tiden? Sie beten. Sie beten nicht bloß tüs unger sich oder abstelles. Nee, sie kommen taub in Gebetstunden und sie beten einer für den anderen. Woram dau wie dort nicht, Meier? Woram ist dort nicht maud in unsere Gemeinden dort zu daunen? Jo, ich weit, dat jaft viele Gemeinden do wort dat gedonen. Ob ich früher kragt, in der Gemeinden wo dat nicht gedonen wort, woram nicht? Se wie so weit eier schlopen, dat wir dort nicht mehr erkennen, dat wir dort nicht mehr verstohnen, oder dat wir dort nicht mehr an die Leiven daunen? Wann wir dort wollen no daunen, wat die erste Gemeinde deid, die trafen sich Ferken zum Gebet, weil wir von dei Lia annehmen. Wir lesen dann wieder am 43. Vers, und du sagst es so, dann käm über alle Seilen ne Furcht, und durch die Apostel wurden viel Tierkens in Wunder gedonen. Hier sei wir dort, wat passiert, wann die Gemeinde trü es am Wort Gottes. Dann han die so ne innerliche Kraft, dort Gott der dich an Wunder donen kann, und dort ist, wat hier passiert. Und dat wir besonders stärkt die Apostel, wat dat passiert. Das sagt, du worden viel Tierkens in Wunder gedonen. Vers 44 sagt dann, in all die, die zum Glauben gekommen wären, wären taub, und die teilten sich ihr haben Gott unter sich an. Sie verkauften ihr haben Gott und verteilten dort unter sich Dorno aus in jedem dort fehlt. Dat ist ein ganz interessanter Punkt. Das sagt hier, dass diese erste Christen in Jerusalem, die deiden ihr haben Gott, dort wo sie hauden, ihr ganzes Familien, leden sie taub, und dort wird dann verteilt, je nachdem, wat in jeder Brocken deid. Wie seinen hier, dass diese erste Christen dort nicht so viel kosten deid, wann sie alles abgaben. Nu kam vielleicht die Frage, erst dort an Gott sehen wollen, dort wird dort von dir auch noch daunen. Ik weet dat jaft groepen, die doen dat ook van deur nog zo. Dat zijn de Hutatola. De Hutatola leven, ze zullen taub wonen op een Bruderhof. In China eend eend wordt. Dat ganse je heet den ganzen Bruderhof. En zo haft China zijn eend het geld, ober ze leven alle gans goud. Hier in Canada, wo ik wonen dou, zei wie zei ja veel zo'ne Bruder heef, oder Hutatolische darpa. Ob de Frau kämmt, ist dit wirklich Gott sein Willen, dat de ganze Gemeinde am ganze Welt soll so leben? Wie weiten dat nicht, neiv? Wie kämmt dat so fair, dit wie ne Anrichtung für den Anfang von der Gemeinde, so dat de Gemeinde in guter Anfang kriech, fiert Gott de Apostel, durch den Heiligen Geist dort hau, dat sie alle ihr Familien dort gaven, dat alle Menschen kon geholpen worden, in Lothar lesen wir nicht mehr davon. Wann wir in Apostelgeschicht Lothar lesen daunen, wo Paulus zurückkam nach Jerusalem, dann bleif hei bei den Evangelisten Philippus, und dort lesen wir, dat hei in sein Hüs wohnen deid. Dort sagt mir, dat Philippus sein enet Hüs haut, wat aber am Anfang nicht maud wir. Dort wär ihn, denk ich, dat diese Einrichtung, wo er haben Gott verteilt wird, dat het bloß für den Anfang von der Gemeinde wär, und dat Lothar die Menschen waren ihre eigene Hiese in Formen in Geld hoden, kriegt es wieder von dir daunen. Eint chav ich aber von dit lehren, und dat is, dat der Heilige Geist die Gemeinde dort angauf, dat sie sollen für die sorgen, wat arm sein. Dat soll wie auch daunen. Wie sollen die, wat on jou ans Ohm sein, proben te helpen, dat sie selbst kennen wiederkommen? Wie Christen sind verantwortlich für unsere Brüder und Sestren. Wann wir horthortig sind, in nuschtem ewigen Han, ist dat kein Bild von de Worte gemeint. De Heilige Geist führt uns dazu, dat wir willig sind, mit andere dort te teilen, wat hij ons gegeeft haft. Wir lesen dann den 46. und 47. Vers. Sie bleiben dabei,
dat ze alle dag im Tempel taub chimen, en jingen ook van huis te huis dat brood te breken. Ze eiten met vreden taub en wieren van horten wie de zaag. Dit is een wunderbares Bild van de gemeint. Dat zegt ze jingen jeder dag num Tempel. An wie dat wichtig, dat ze jeder dag met Gott Gemeinschaft houden. Aber dat wir nicht bloß im Tempel. Ze troffen sich ook an de Hieser zum Brautbrechen. Dat meint dat Ovendmol haben. Door wein fing ich, dat het orrecht is, wann wir uns zu Seier und een Churchengebied bingen donen. Dat meint dat wir bloß an de Church von de Bibel reden, en anders reden wir nicht davon. Dat Churchengebied heeft seinen Platz, dat wir door taub kommen kennen, regelmäßig, aus ne gratere Grupp Menschen, wat hier Gott sein Wort hiert, en beten deit. Aber wel wir auch daran denken, de Gemeind is nicht an dat Gebiet gebungen. De Gemeind is überall, wo die Kinder Gottes verstreit sind. Dort haben wir uns auch getroffen. Ich darf das sehr verschlonen, dass wir in unsere Gemeinden auch als Einzelne taub kommen in der Hisa, dass wir durch Gott sein Wort lesen, dass wir durch eine Bibelstunde haben. Dort fing ich ganz richtig. Die erste Gemeinde schien dort viel gedohnen zu haben. Wirken lichtet daran, dass Christen ganz vereinsamen. Sie blieben bloß immer tüß, oder sie fuhren der Church, aber dass sie jästliche Gemeinschaft haben mit ihren Brüdern und Sestern, üte Gemeint, jäftet meist nicht. Ich würde es sehr verschlonen, wann je jünd auch einmal taub trafen deiden, in jüne Hesa, wo je taub die Bibel lesen daunen, und vielleicht sogar über dit Programm, über Gedanken, wat hier ütgesprochen sind, dur über reden. Der Apostelgeschicht ist ein sehr leichtet Buch zu lesen, ob du darüber nachzudenken. Ich würde es sehr verschlonen, dass ihr dort deiden. Dann den letzten Vers im zweiten Kapitel sagt, sie lobten Gott und hatten de Fred, dort an alle Menschen Gott zugedonen wären. Und der Herr bracht alle Tag Sonne an der Gemeinde nennen, die dort seilig worden. Hier sei wir dann die graute und wunderbare Wirkung von dieser Gemeinde in Jerusalem. So eine Menschen, wird sich einig sein, wird Christus in ihrem Horten haben, wo der Heilige Geist regieren wird, so eine wird viel geistliche Gemeinschaft unter sich haben, wird taub beten können, und so eine Gruppe Menschen ist gewöhnlich viel Freid. Ich lebe dort als ein Tierchen von dem Christentum. Christen kennen sich freien, sogar wenn es von Büten noch schlecht geht, aber innerlich kennen sie Frau sein. Und so wie das hier, das sagt, sie lobten Gott und hatten graute Freid. Und was für ein Eindruck gab dit ab der Janje wort an Sagen, den Menschen rundum. Das sagt hier, die Menschen wären an Gott taugedonen. Dort wird nicht immer passieren. Gottlose Menschen sehen uns als Christen nicht immer Gott taugedonen. Aber weißt du was? Diese Christen haben Wort zum Ewigen auch für die gottlose Menschen. Ich nehme an, wenn du arme gottlose Menschen unjahren wären, wort noch nicht Kinder Gottes wären, die helfen sie auch. Und nur nicht der Dollar und Menschen ihre Horten wirken, was wann an Gott taugedonen wird. Und so wie das hier. Und ich lebe durchwegen, kickten auch die Janje, wat noch nicht Kinder Gottes wären, wat noch nicht Christen wären, mit dem taugedonenen Hort ab die Christen. Und wat passiert dadurch? Dadurch kommen viele Menschen zum Glauben. Das sagt hier, jeder Tag bracht der Herr Menschen nur an, wat leiben deiden und dadurch seilig worden. Dadurch sagt es, an ein Tag kommen 3000 Menschen, und stolz die Lothar, dann wären einige Düsen Meier. Und so was die Gemeinde sei fax, dadurch, will die Christen ein wunderbares Licht für Jesus wären. Wärst du so ein Licht für Jesus? Kann Gott die so brücken, als Gott diese erste Christen brücken deid? Wenn nicht, dann lichtet meistens daran, dass wir nicht vom Heiligen Geist erfällt und regiert worden. Ich frage noch einmal von dir, hast du den Heiligen Geist oder haft der Heilige Geist die? Das ist ein großer Unterschied.
Jeder kennt Gottes auf den Heiligen Geist. Aber die große Frage ist, ob der Heilige Geist die haft. Kann er die regieren? Kann er die so leiden, als er will? Kann er die so brücken, um andere Menschen um Herrn Jesus zu bringen? Wel, wenn's dort fragen von dir, wel, wenn auch dort beten. Lieber Herr Jesus, ich bete, dass du viele Menschen anreden möchtest, dass unsere Gemeinden wachsen möchten im Glauben, dass sie möchten geistlich teilnehmen, dass wir können Erwartung haben. Schenk, dass wir auch möchten andere Menschen antragen können, dass die auch möchten ein Verlangen haben, Jesus anzunehmen und vor allem zu leben. Schenk, dass wir können, dass diese Werk daunen, dass wir uns die Hand geben, dass du uns Brücken kaust, dass unsere Gemeinde auch können Bild sein von dort, was du eine erste Gemeinde deitst. Amen. Wenn ihr noch Fragen habt, über dort, was ihr habt das Programm gehört habt, meine Telefonnummer ist 205-346-0523. Ich wünsche dir allen eine gute Wert. Abba, dann hier.